Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Let's Play Jack und Dexter The Precursor Legacy. Mein Name ist PlazyGamer, wie ihr hoffentlich wisst. Ihr könnt mich auch Plazy nennen, so tun es alle in meinem Freundeskreis. Auf jeden Fall im Intronet. Es geht weiter. Es geht sogar zu Ende, möchte ich fast sagen. Denn das hier ist das letzte Level, was wir noch vor uns haben. Und wenn ich mich gut anstelle, schaffen wir heute eventuell sogar den Boss. Gibt's noch was zu sagen? Außer zu den 5 Monaten gefühlt, die es jetzt keine Videos mehr gab. Ich hatte halt keine Zeit, Abi und so weiter. Ne? Man muss sich ja weiterbilden im Leben. Man muss ja weit kommen. Nicht nur Let's Player, ne? So, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gefunden über die Feiertage. Meine Eltern sind im Hintergrund. Darauf kann ich jetzt leider keine Rücksicht nehmen, sonst komme ich nie wieder zum Aufnehmen. Also, wenn ihr Geräusche heute im Hintergrund, ignoriert die. Wird auch langsam Zeit, dass ihr zwei hier auftaucht. Schönen guten Tag. Auf. Lässt man dich jetzt die Böden hier wischen? Wir haben keine Zeit zum Scherzen, Dexter. Gon und Maya haben uns entführt, um mit unserer Energie ihre scheußliche Maschine anzutreiben. Wie es scheint, haben sie die funktionierenden Teile eines Precursor-Roboters mit den aus dem ganzen Land zusammengetragenen Artefakten verbunden, eigene teuflische Veränderungen vorgenommen und eine Kreatur erschaffen, die als einzige die dunklen Precursor-Echo-Stationen öffnen kann. Wenn du uns 4 befreien kannst, können wir alle mit vereinten Kräften das Schutzschild um den Roboter zerstören, bevor sie mit ihm die ganze Welt vernichten. So, die erste Sperrfliege haben wir hier. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Die Story ist nämlich sehr wichtig in diesem Spiel, sehr, sehr wichtig. Das Roboterding da hinten ist gefährlich. Und das wird jetzt zu Ende gebaut in den nächsten paar Minuten. Das müssen wir natürlich verhindern. So, dieses Level ist mit Abstand das schwerste, nein, nicht das schwerste, es gibt noch schwerere, aber das hier ist wirklich verdammt schwer. Deswegen habe ich mich auch lange Zeit nicht aufraffen können, das hier zu spielen, weil ich halt weiß, was vor mir liegt, ne? Okay, wir fangen an. Das hier ist neu. Ein Farben-Twisterfeld. Farben-Twisterfeld funktioniert so, wenn ich auf grün tappe, fällt grün runter. Wenn ich auf gelb tappe, fällt gelb runter und so weiter. Nach einer Zeit fällt alles runter. So. Deswegen müssen wir irgendwie so rüber, aber das ist am Anfang noch relativ einfach. Hier hinten wird es vielleicht ein bisschen schwerer, aber eigentlich hatte ich da nie meine Probleme mit. Das Einzige, was uns das ein bisschen schwerer machen könnte, ist nämlich, dass hier manchmal Orbs drauf sind. Und wenn man die bekommen möchte, muss man halt ein bisschen tricksen, wie ich das immer gerne mache. Ich mache einfach hier immer, bumm, alle wieder weg. Immer schön sorgfältig, wie der Chirurg. Gehen wir hier vor. Chirurg. Oh Gott. So. Ja, du kannst ruhig wieder runter. So. Nochmal neu. Holen wir uns die beiden da hinten auf grün, oder was ist das? So, dann hier einmal auf gelb. Mit blau wieder rüber. Ich glaube, jetzt haben wir auch alle. Einmal Kamera drehen, bitte. So, ja, wir haben alle. Dann können wir hier rein. Ach, dieses Level besteht aus vielen kleinen Abschnitten. Vielen kleinen Levelchen, quasi. So ein paar Räume mit ein paar Challenges. Wo wir nämlich die Weisen befreien müssen. Jeweils, wie viele Weise gibt es? Ich glaube, 4 oder so. Deswegen gibt es 4 kleine Räume. Und hinterher gibt es dann halt einmal den großen Boss. So. Wo müssen wir eigentlich lang? Ah, da. Alles klar. Die Steuerung wieder. Ah, habt ihr mich vermisst? Ja, ne? Oh. Okay. Ich glaube, hier muss man sich einfach nur dranhangeln. Und dann warten. Ja, genau. Und hier drauf. Kamera sei kein Arsch. Kommen wir da hinten direkt drüber? Ja, ne? Beten. Oh Gott, okay. Hat ja geklappt. So, jetzt hier drauf. Oh, das war knapp. So, der bringt uns hier hin. Oh, auf die Orbs habe ich jetzt erstmal nicht geachtet, aber ich glaube, da waren auch keine. Mal eben schauen. Nö, nur Feuer. Und Plattform, okay. Dann hier einmal rüber. Oh Gott, oh, oh, oh Gott. Oh, wow, okay. Gott ist gnädig. So, Oh, sieht cool aus mit diesen komischen Dingern. Ich hoffe, ich sammle auch alles ein. Ich muss leider noch mal kurz gucken. Ja, okay, wir haben alle. Ich bete zu Gott, dass wir nicht das blaue Zeug brauchen. So. Und nur da noch mal. So. Ja, was habe ich eben gesagt? Ich bete, dass wir nicht das blaue Zeug brauchen. Fuck. Dann muss ich mich einmal kurz verletzen, das ist ja nicht so schlimm.
müssen wir halt wieder zurück, ne? Ah! Ah, das Ding bewegt sich. Ach, wir sind hier. Das ist gar nicht so schlimm. Oder obwohl, ah. Wir sind doch noch ein Stück weiter zurück, als ich gehofft habe. Ach man, okay. So, dann einmal hier drauf. So, Kamera. Ah, so geht's auch. Gut, dann okay, dann müssen wir nochmal warten. Ah, okay, jetzt. Oh, wie dumm. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Ah. Halt dich doch bitte fest! Was machst denn du? Sag mal. Oh. Man weiß nie, wann das Ding wieder nach hinten setzt. Ja, und so ist das dann in Jack und Daxter. Wenn man so schlau ist und das als Projekt nimmt, dann hat man damit zu kämpfen. So, komm! Yes! So, ha, nämlich. So, blue, blue, blue. Blue, berry. Cool, cool! Ein Applaus für Blazy. Und nochmal. Ah, doch nicht. Hat ja funktioniert. Das Witzige ist, wir waren ja schon am Ende. Nur wegen dem blauen Zeug. Oh. So, schön. Es ist immer ein sehr beruhigendes Gefühl, wenn ich meinen Schatten auf den Plattformen sehe. Das heißt, ich bin da drüber. Über den Plattformen ist gut. So. Jetzt gehen wir auch so, wie das gedacht ist, dass wir einmal nach rechts gehen, dann hier geradeaus. Kriegen wir nochmal blau. Wie habe ich das denn eben gemacht? Beim ersten Mal kam ich am weitesten. Ach man. Ein Kollege von mir in der Schule, der hat eine Theorie. Er sagt, wenn man spielt und einmal gut ist, dann, wenn man da einmal in diese Falle gerät, dass man irgendwas nicht geschafft hat oder so und das dann immer wieder versucht, dann hat man seine Energie verbraucht, sagt er. Das ist wie, als ob man Mana hat, das auflädt über 2-3 Wochen oder so. Wenn man also lange nicht gespielt hat, ist man einmal volle Kanne gut, danach nicht mehr, dann hat man es wieder verbraucht, dann muss man quasi wieder aufladen. Und ich glaube, das war jetzt auch. 2 Monate nicht gespielt, beim ersten Mal waren wir schon fast am Ende. Ich habe nochmal zurückgesetzt, bin runtergefallen, jetzt ist alles verbraucht. Die Theorie ist auf jeden Fall nicht widerlegbar. Keiner kann mir sagen, dass es nicht so ist. So, jetzt aber bitte. Jetzt mache ich das auch vernünftig. Ich warte, okay? Bin ich mal nicht so ungeduldig. Bitte beeil dich. Yes! Oh, danke. Dankeschön. Endlich. Oh Gott, wir sind durch. So. Puh. So, den blauen Mann haben wir jetzt befreit. Gut gemacht, Jungs. Der alte Samos hatte recht mit euch. Ach du heiliges Precursor-Metall. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese heimtückische Maschine alles zerstört. Ich werde versuchen, die Schutzschildtür in Bewegung zu setzen, indem ich einen Energiestrahl zwischen mir und dem großen Portal darunter erzeuge. Ja. Mach das mal. Wir werden noch mehr Hilfe holen. So, dann geht's hier einmal weiter, wollte ich sagen. Aber wir schauen uns natürlich um. Wir sind ja nicht dumm. Wir schauen uns um. Aber ist ja nichts. Okay, gut, dann können wir hier runter. Und wir landen wieder hier auf dieser Hauptplattform, wo wir auch am Anfang waren. So, jetzt können wir uns entscheiden. Was machen wir denn jetzt? Da hinten kam übrigens komplett rein in die Arena hier. Deswegen, aber hier, glaube ich, waren wir noch nicht fertig auf dieser Seite. Wir sind jetzt hier einmal links. Wir können aber ein Stückchen weiterlaufen. Dann kommen wir nämlich hier hin. Da waren wir noch nicht. So, gucken wir nochmal. Was gibt es denn hier?
Okay, dann hier einmal rüber. So. Eine Sperrfliege gibt's hier. Okay, das ist doch schön. Mehr nicht, oder? Oh, okay. Ach du Scheiße, alles klar. Okay, okay, ich krieg das hin. Okay, komm. Hep! Und nu, und nu? Oh Gott, ich mag ja Pizza, aber... Okay, hier hin. Okay, und jetzt? So, wenn es von der anderen Seite kommt, müssen wir drauf springen. So, okay, cool. Da. So. Oh Gott. Oh, halt dich bitte fest, danke. Der Sound, wo ist der Sound? Wo habe ich keinen Sound mehr? Oh Gott. Ich muss mal gucken, was da los ist.